beziehungsweise mein Trecker, der reagiert sofort, wenn du einmal antippst, der zieht dann sofort 5 Meter aus der Richtung. Aber. Nicht? Wo? 118 oder was das ist. Wollte gerade sagen, ich bin auf 119. Ist ja fast bei 17. 118 ist ja da. 16 kostet, ich glaube, irgendwas mit 30.000 oder so. Das kannst du haben. Guck mal, mit dem Ladewagen komme ich einmal um 119 drumrum. Das sind immerhin schon 2500 Euro, Daniel. Was gibt's denn für Stroh? 1 Euro oder was? Nein, okay. Nein, für die Tonne. Für die Tonne 100 Euro. Wenn die ganzen Ballen, wenn du clever bist, liegen, es liegen nämlich schon einige Ballen hier rum. Pro Ballen kriegst du ja, 400 Euro. Ja, wenn du clever bist, hol ich hier Frontlader und sammle ich alle ein. Kannst ja bei Jan ja ausleihen, Frontlader. Wieso, wo liegen Ballen rum? Ja, überall. Ja, überall Ballen hinterlassen hier. Oder halt, so. Ja. Sorry, wir wollten keinen Namen. Ja, und Jan hat's ja hinterlassen. Genau. Wo... Ja, sag erstmal, Tobi, wir wollten keine Namen nennen. Ja, ja. Wo muss man jetzt verkaufen? Das Stroh? Bei dir irgendwo. Was kriege ich da jetzt für, sagst du, für diese 25.000 Volumen? 2500 Euro. Ja. 2500, alles klar. Muss ich nur wissen, was ich aufschreiben muss. Dann bringen wir das mal weg. Da kriege ich ja auch richtig Geld mit. Meinst du, warum wir jetzt alle Stroh machen? Was meinst du, warum wir das schon die ganze Zeit machen? Warum ich mir eine große Ladewagen gekauft habe? Da passt 50 Kubik rein. Vor allen Dingen, Jan hat immer noch auf Feld 33 seinen Stroh rumliegen, ne? Der macht gar nichts, also heute hat er jetzt überhaupt nichts gemacht. Gestern so gut wie nichts. War er denn heute da? Online sein. Ja, man muss nicht, aber das Feld, das liegt jetzt schon seit gestern Abend mindestens brav. Hm. Ja. Ja, ich mache ja nur dann, wenn ich wirklich aufnehme, komme ich spielen. Ja. Das deswegen reicht doch. Deswegen habe ich und Tobi gesagt, wir geben dir die kleine Finanzspritze von Schweine, weil wenn du die jetzt 3 Tage drin lässt, und die werden definitiv bis zum nächsten Mal auch nicht 3 Tage drin sein, kannst du die für die 60 Schweine für 36.000 Euro verkaufen. Hm. Muss ich jetzt hier an dem Strohhaufen dran fahren oder wie ist das? Ja, an genau, diesem Stroh. Dann Abkippsymbol. Tobi, kannst du wieder einen Strich machen? Ja. Sehr gerne. So. Dann schreiben wir uns das mal auf. 2500 Euro plus. Jetzt habe ich schon 10.000 Euro allein durch Stroh gemacht. Ich habe letztes Mal 70.000 durch Stroh gemacht. Ja, 14 Ladungen. Wenn ich jetzt 70.000 Euro durch Strom mache und kriege eine Nachfrage von Raps und Gerste, ne? Ah, schau, dein eigener Drescher, genau wie ich. Ja, aber der Lexion. Ja und? Da brauchst du noch eine extra Schneidwerkswaage, also. Ja und? Von Umsätze habe ich mit meinem schneller. Ja. Aber man muss ja nicht immer dieselben Drescher haben. Genauso wie man nicht jeder muss so einen Unimog nicht haben. Also ich werde mir auch keinen Unimog holen. Der ist halt für am Anfang und für Schweine fahren. Für den Anfang ist er definitiv perfekt. Für Schweine wegfahren ist auch. Der Bürgersteig, ne? Der regt mich jetzt schon auf wieder. 84 fährt das Tobi, Biest. Feld 17 ist fertig. Jo. Machen wir zum nächsten. Du hörst ja nicht weit. Ja. Also ich bin jetzt schon wieder im Plus, ne? Muss ich mal dabei sagen. Sag ja, Stroh da, Matt. Damit kannst du deine ganze Ernte, also die ganze Ansaat und... Also ich hab und mindestens... Mein Saat habe ich jetzt schon komplett raus. Mindestens. Ja, locker. Und dann düngen noch halt. Hm. Ich hab jetzt zwar momentan nur noch 1000 Euro, aber deswegen habe ich mir das Feld gekauft, wo was drauf ist. Ja, das ist ja auch riesig. Zum Ansehen wird es zwar leider nicht reiches Geld, aber... Obwohl, wenn ich über 2 Hektar, wenn ich da dasselbe runterkriege, was du jetzt von hier runterkriegst, von Bahn, war 17 auch 2 Hektar, oder?
17 waren. 17, 2,9 Hektar. Ja, das gleiche habe ich auch als Kandidat. Wir nehmen jedes Viertelchen hier mit, weil gibt ja alles Geld hier. Ja, beim Tobi mache ich es nicht so ordentlich. Ich mache es halt so, dass es halt Großteil wechseln, sind, aber wenn so kleine Zipfeldinger sind, die meine. Ja, aber ich am Anfang nehme erstmal jedes Zipfelchen mit hier. Ja, das interessiert mich nicht, ob da jetzt noch ein Meter steht oder nicht. So, dritter Korntank. Zup, zup. Die wollen mich wohl ärgern hier. Wer? Große Nachfrage an der BGA für Silage, aber ich musste mir erst freikaufen. Oh. Erst in Betrieb nehmen. Da fehlen aber jetzt 200.000. Das werden also bei uns, wenn jemand BGA machen will, dann kann er mit 1,5 Millionen rechnen, weil er am BGA Extension braucht. Oh, nicht im Ernst, oder? Doch. So, ich krieg glaube ich zwei Wagen von einem ich Feld. Ich auch bei dem BGA, wenn nee, doch nicht. Aber am Haupthof die BGA darf man nicht kaufen, ne? Nein. Das wäre geil, so 4 Millionen oder so. Welche BGA? Also 4 Millionen und dann. Okay, die öffnet es mit der BGA. Das ist eine geile Idee. Was da jeder hinbringen kann. Halt, sag mal, dann kriegt man na, da 300 komm, egal. Das bisschen ist mir egal. Und Tobi wird für dich der Fünfer bereit. Erklär erst mal kurz, wenn man jetzt 100 Tonnen Silage abgibt, in die BGA macht, wie viel man an Substrat rausbekommt. Ja, kann ich machen. Weil dann könnte man nämlich auch sagen, öffentliche BGA, dann darfst du dir, wenn du 100 Tonnen hinbringst, darfst du eine Tonne Substrat rausnehmen. Kann man dann auch die Substrate verkaufen? Wie jetzt hier mit dem Wasserwerk? Nee. Die Substrate muss man trotzdem Geld aufnehmen. Ich verdiene ja unendlich Geld. Guck mal, Daniel, was ist das für eine Logik? Du fährst an so einem Wasserwerk Hülle. Ja, weiß auch nicht. Wolltest du das Trinkwasser verschmutzen oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich 19.000 Euro bekommen dafür. Aber wir waren bei dem Gartencenter. Dort haben wir sie. Nein, wir waren beim Wasserwerk. Ja, ich war oben beim Gartencenter. Hä, warum warst du beim Gartencenter? Beim Wasserwerk war die Nachfrage. Hab ich nicht gelesen. Ist egal. Hauptsache ich hab den Geld. Okay, du hast einfach schon mal 85 Schweine drin, aber fast kein Weizen und Gerste mehr. Das ist egal. Achso, da kannst du auch Dings kaufen. Am Haupthof. Beim Haupthof. Kostet 200 Euro mehr wie der Verkaufspreis. Würde ich an deiner Stelle machen. Ich habe auch von Jakob mir habe ich mir 35 Tonnen von Gerste bringen, Körnermais bringen lassen, das hält ewig. Dann den Rest ist ja selbst reingearbeitet. Hm. Welche Felder muss ich jetzt noch reinsammeln, Daniel? 120 und 118. Wollt's mir helfen? Ja. Das ist gut, muss man nur sagen, wie viel du hast. Doch, Tobi. Mit meinem Traktor. Ja, mit deinem Diesel. Naja. Kannst du das Geld von Daniel holen? Nee, nee. So, nochmal 2500. Daniel, wenn ich schon so große Maschine hab, dann kann ich dir auch helfen, also. Kevin, du kannst aber mal. Du könntest mir aber auch mal helfen und den Krampekipper wegfahren. Jetzt bin ich. Oh, hier ist eine unsichtbare Mauer. Sollt denn das? Ist denn hier eine unsichtbare Mauer? Der Kipper ist voll, Kevin. Ja, da musst du selber kurz wegfahren. Hä,
Hä, du hast gesagt, du hilfst mir beim Wegfahren. Ich hier weiter dreschen kann. Ah, muss ich halt selber wegfahren. Wo bist du gerade drauf, Kevin? Auf 118 gefahren oder auf 120 Daniel gefahren? Wo? Traktor da verdammt zu kämpfen. Ja, deswegen hol ich mir das Dingste. LKW. Kevin, nächstes Mal den kleinen Feldweg nehmen, ne? Brauchst nicht über den Hof. Ah, jetzt zieht er. Ich glaube, der Case von mir, der hätte ordentlich zu kämpfen. Hätte ja schon mal den 40 Tonnen zu kämpfen, die da den Berg hochziehen muss, die zwei Fliegel. Ja, und der Ladewagen auch nicht mehr zu kämpfen. Ja, aber immerhin nur 250 PS, denk dran, ne? Eine 400 hier wie deiner, und der säuft doch nicht so wie deiner. Ich grad. Ah, nee. Hm. Ja, ich bin hier angefangen, du bist da angefangen. Ist jetzt aber schlecht. Oh, der Anhänger schiebt an, der schiebt an, der schiebt an. Oleg, Oleg. Sind schon 17 Tonnen da. Das ist schön. Ja, mit dem hier geht's ziemlich gut. Ja, ich dachte, du nimmst die Reihe und dann fährst du nach links rum weg. Ja, Gedanken lesen kann ich halt noch nicht. Nee. So, ich nehme dir wieder die nächste Reihe mehr, Kevin. Du nimmst die übernächste bitte, ja? Ja, ist okay. Hast du ja nicht mehr so viel zu sammeln, oder? Ist mal der Rechner, oder? Ne, 118 müssen wir noch. Ja. Machst du das hier fertig, dann gehe ich zu 118? Jupp. Wenn ich das alle drauf krieg. Ich habe jetzt 25 Kubik. Zack, das nehmen wir auch noch mit dir. So. Da weg. Guck mal, schwupp. Dann kann nämlich Daniel jetzt dann schon wieder anfangen mit Roman. Hast du jetzt einen Strom mit zu dem noch hingenommen? Nein, hab leer gemacht. Achso, ja, darf ich dann einmal noch mit zu. Ich hab jetzt also fast. Bin ich, schon ja. Ich hab jetzt knapp 200 Tonnen bei der Gerste. Ich bin noch nicht fertig mit Lernen. So. Kevin, ich klau dir noch ein bisschen, ne? Weil ich mach mein. Voll. Ja, warte noch. Ich mach meinen erstmal voll und dann kannst du den Rest mit deinem wegbringen. Na, das klappt dann. Weil ich bin bei 94%, ich brauch nicht viel. 97, 98, 99, 100. So. Wie viel Tonnen haben wir jetzt bei dir? 50. Und ich hab. 1000 Euro. Und ich hab meine 25. Achso, der Preis von Heu ist der gleiche wie von Strom. Okay. Oder? Ja. Oder wie ist es denn echt? Joa, geil. Da kenn ich glaube ich Yannick besser aus. Yannick? Was? Was ist? Heu- und Strohpreise, wie sehen die denn real aus? Zueinander? Heu teurer oder billiger? Ich glaube, Säure ist teurer. Ja, weil klar, weil teurer in der Herstellung ist. Genau. Weil Stroh ist ja eigentlich gesehen ein Abfallprodukt. Ich wollte gerade sagen, Stroh ist eigentlich ein Abfallprodukt. Ah ja, ich kann ja aber auch über Jans Feld fahren, ist ja fertig. Mach schon. Daniel, ich muss zu dir auf den Hof. Ich bin gerade beim Zubi versucht. Doch, das geht. Du musst nur durch den Zaun, durch die Ecke fahren. Ja. Da verfolgen wir mal die Kleinen. Den kleinen Bauern hier. Wirklich, wo ich im Allgäu war, im Urlaub. Nur
nur so kleine Trägerle mit allem möglichen. Trägerle. Ladewagen drin mit. Trägerle. Kevin, ich feier dich einfach. Trägerle. So, wieder 2500. Ja, der Vergleich ist klar. Wie viel krieg ich jetzt von dir? 50.000. 50.000 sind das bei dir? Ja, aber du kriegst nur 5.000. Wollte gerade sagen, hallo? Jetzt hätte ich ja 5.000 Tonnen drin. Ja, ja. So. Also den Rest kriegst du allein eingesammelt, oder? Weil ich hab Tobi, das krieg ich hin. Der meckert schon. Danke dir. Wenn du gerade hier schon in der Ecke warst. Ich schmecke nicht, es muss noch weitergehen. Ja, der will bei mir heute noch alles ansehen. Naja. Davon Wolle kann keine Rede sein, aber du musst. Ansehen muss ich bei dir aber heute nicht mehr. Doch. Nein. Gehen wir heute, glaube ich, nicht mehr hin, oder? Heute gar nicht mehr. Ich muss auf Feld 82 rechnen. Und dann müssen wir meins noch. Ja. Spro ist jetzt dein. Okay, Spro sammle ich dir jetzt schon ein, da bist du im Vorteil. Ja, das ist aber, was du einsammelst und was ich zum Einsammeln hab, ne? Ist ein Unterschied. Oh. Komm, ist ein kleiner Unterschied. Warum? Ja, was sind das eine Stück für eine, wie viel Hektar? Nein, ich meine jetzt insgesamt, also vorhin hab ich auch allein eingesammelt. Das hat ewig lange gedauert. Schon klar. Aber ich helfe dir auch beim Ansehen. Ja, ich grubber nämlich danach schon. Ey, jetzt habe ich selber noch die Einfahrt verpasst. Kann ich mit 8 Meter hinterher sehen. Ja. Nur am besten tust du vorher Dünger. Ja, jetzt wie machen wir das? Dann wir mit 2 Düngerstreuer. Eine Attacke ja. Mit Kacke. Aber morgen dann erst. Ja. Wäre ich auch für. Wir sind bei dir hier, also ich bin bei dir hier mit dem Stroh noch gut beschäftigt. Jo. Hab jetzt fast wieder einen Ladewagen zusammen. Ja, sag mal, wenn du uplädst. Ich bin noch nicht mal wieder am Feld. Ja, wenn du 13,5 Meter hast. Ja, hat er ja auch gehabt. Jo. Aber kein Gerstenstroh, oder? Ein Weizen. Bei Gerste kommt was mehr runter. Aber warum eigentlich? Keine Ahnung. Die Pflanzen sind ungefähr gleich groß eigentlich. Also ich bin immer noch von der festen Überzeugung, dass das irgendwie dieselben Pflanzengruppe ist. Eine eventuell irgendwie aus Dings kommt, aus irgendwie aus Amerika und das andere kommt irgendwo anders her. Afrika oder so. Ja, aber welche haben Gran dran und welche nicht? Ja, ja. Ne? Ehren heißt das ja, weil die Ehre hat Gran, genau. So. Die Ehre hat Gran. So tut das heißen, ne? Ja, mit eurem Dialekt vielleicht, ich verstehe nur Badisch. Wieso Gran? Das ist ganz normales Deutsch. Das ist ein Fachbegriff dafür. Grannen. Nein, Grannen. Ja, Janik, ist das so ein Fachbegriff, oder? Ja. Ja. Genauso wie das eine Ehre ist. Dann merkt man wieder, dass du nichts mit Land. Ja, du bist ja auch ein Bergbauer, so auf Deutsch gesagt. Mit eurem Einschaft, der vom genau. Gezogen wird. Da kann ich mich mitreden mit Forstsachen. Ah, doch. Ja, schon. Aber die Fachbegriffe kenne ich aber da auch nicht. Ja, was gibt's denn? Da muss ja auch noch Baumfeld rollen. Was anderes ist das ja nicht. Du musst nur wissen, was ein Moped-Säge ist, ne? Und dann ist gut, ne? Oder ein Busch-Moped. Busch-Moped. Das hab ich auch noch nicht gehört. Ja, Kevin, ich war schon dabei, wo Bäume nicht umgekippt sind. Ich hab auch schon Bäume umgehauen, also. Ja, wenn Bäume nicht umkippen, dann hängen wir unten ins Seilwind dran und werden nach oben gezogen. Dann fliegt da oben. Nö, wir haben unten nachgekeilt. Und halt mit der Winde nachgezogen. Und mir mache halt Holz, wo keiner Holz machen will, weil das so steinig ist und alles mögliche. Kriege mal halt von der Gemeinde, kriege mal.
man das, wo man Holz machen dürfen, und da sind wir uns nicht mehr zufrieden geben. Aber wir haben jetzt, also mein Opa hat jetzt noch Holz gelagert für die nächsten 30, 35 Jahre. Als ob. Stop durchfeuern mit ziemlich kalten Winter und nicht so warmes Sommer. Ja, Kevin, kannst du mal einen Gefallen tun? Und mal zwischendurch gucken, was das eine Feld, warte, Feld 94, was das kostet, oder 95, was ich mir so ansparen muss. 95 kostet 33.500. Das ist 95, ne? 14.995. Hallo. Hallo. 95 kostet 30.000, sagst du, oder 33.000, ne? 33. Und 94?